Man geht auf die Bühne. Alles ist still. Also da die Nerven zu behalten, da bewundere ich die Leute wirklich. Das ist ein Gekribbel im Bauch, das man, glaube ich, so schnell nicht vergisst. Und dann hast du 90 Sekunden, die alles verändern können. Was the fuck war das? Ich weiß es auch nicht. Ja, das war geil! Das war's! Das war großartig. Das war wirklich ein fulminanter Auftritt. Irgendwie die ganze Bude ist ausgerastet. Alle sind jetzt wach und können heute nicht schlafen, weil du die irgendwie so dermaßen aufgeweckt hast. Wer bist du? Ich bin Bibi Thomas. Bibi? Ja. Ich wohne in Düsseldorf, komme aber aus New York und I'm happy to be here und boah, krass, hör mal. Du hast dieses Geschenk, dieses Gift, dass dein Voice geht hier, wenn du singst, und das ist die wichtigste Sache in dieser Showbusiness. Es ist das vierte Mal, ich sitze hier in dieser Jury. Wie oft hast du gewonnen schon? Shut up. Nein, ich bin der Neue, ich weiß es. Das nur, weil ich der Neue bin, würde ich das gerne wissen. Ich habe ein Kinderei hier für dich, wenn du willst. Für die Voice Kids. Okay, sorry. Auf jeden Fall. Welcome to the Voice of Germany. Dankeschön. Spielst du mit der Band? Das hört sich nach deinem Beruf an, ganz ehrlich. Ja, klar, ich verdiene mit meinem Geld und ich mache ganz viel auch mit Fitness und Musik zusammen. So, that's my thing. Das right hat now. Man gesehen dann. Das Geile an dir ist, dass man halt so wahnsinnig viel machen kann. Man kann dir wahrscheinlich auch richtig krasse Balladen geben, man kann dir Rap-Stücke geben, man kann dir Rockteile geben und so. Du wirst hier ein Feuerwerk nach dem anderen abfeuern auf dieser Bühne. Du gehörst genau hierher. Gute Idee, dass du hergekommen bist. Vielen Dank, Bibi. Dankeschön. Also Bibi, ich finde nicht nur, dass du hierher gehörst, und das meine ich, was ich jetzt sage, aus ganzem Herzen. Ich glaube wirklich, dass du hier nicht nur ganz weit kommen kannst, sondern dass du die Chance hast, wirklich zu gewinnen. Du bist unfassbar gut, unfassbar. Du hast mich vom ersten Ton angekriegt. Das ist so ein unfassbar schwerer Song. Und ich stehe total auf diese Art von Musik und ich habe mich als Erste umgedreht und ich, oh, würde ich gerne dein Coach sein. Ich bin ja der Neue hier in dieser Show. Ne? Ich bin, hab wenig Erfahrung. Mike, das sagst du, wenn du ins Bett gehst mit einer Frau, nicht hier, okay?
Ich bin hier der Underdog. Ich bin hier sozusagen das kleine, sympathische Team von The Voice Kids. Armes, kleines Ding. Underdog ja, klein ja, sympathisch. Okay, jetzt ist die Stunde. Oh, es ist sehr gut. Bibi ist eine Frau der Tat. Ja. Nee, es war eher so, ich bin Zwilling vom Sternzeichen. Das ist eher so, Wir sind auch so eine Art Zwilling, genau. Zwilling, Schütze? Also, we got the connection, sagst du, ja? Ja, Zwillingsschütze ist super, oder? You got me. Yes! 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 Was? Yes! Was? Yes! Oh my God! Oh God, you're the best! Oh God! Es geht alles zu schnell. Warum alles so schnell? Es ging viel zu schnell, Baby. Ich habe das nicht realisiert. Ich habe das gar nicht verstanden, was hier gerade passiert. Mega gemacht. Und ich kann euch sagen, Leute, das wird was mit dir. Also, das wird so richtig was. Und weißt du was, ich werde mir jetzt diesen Auftritt nochmal angucken. Alles klar. Echt hier, direkt auf The Voice of Germany werde ich da reingucken oder in der ProSieben-App oder Sat1-App, auf allen Apps. Ich werde überall gucken. Okay. Und hat jetzt wahrscheinlich schon 1 Million Klicks. Oh, das fängt ja super an. Oh. Okay, ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Das war der billigste Trick, den ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Welchen Trick meinst du denn? Sternzeichen passt super zusammen. Jo, alles klar, ciao. Ich weiß noch nicht mal, was für ein Horoskop ich habe und schon war das Talent weg. Es sind natürlich hier Meister am Werk. Marc, mach dich auf was gefasst. So, weiter geht's. Ortshaft ist.